Brüllaffen. Sie kennt natürlich alles. Sie kennt sich mit Archäologie, mit Zoologie, mit allem aus. Ich meine, wir reden hier von Lara Croft, ja. Als Lara Croft hat man mal Ahnung von allem. Ein Feuer. Hier muss jemand sein. Hallo? Jonah! Miguel! Hört mich jemand? Wo seid ihr? Es wird die ohne es böse zu meinen, aber nur weil da ein Feuer ist, heißt nicht, dass da jemand ist. Das heißt, dass da jemand war. Klopfen! Ein Taschentuch. Na, man muss auch immer die wertvollen Sachen schön wegpacken in Kisten. Damit Kisten halten erstens andere davon ab, sich die Sachen anzugucken. Ich mach nämlich nicht neugierig. Und ich meine, stell dir jetzt mal vor, das Taschentuch. Ein Teil des Flugzeugs ist hier gelandet. Meine Sachen sind in der Fracht. Ich muss sie losschneiden. In dem Teil des Wracks könnten scharfe Metallteile sein. Ja, aber wir gehen erstmal. Achso, wie könnte ich das noch nicht machen? Vielleicht ein Teil aus dem Wrack. Ja, ja, bin ja dabei. Verdammt! Was ist passiert? Böse. Gut, aber es ist stumpf. Ich muss es irgendwie schärfen. Und dafür brauchen wir erstmal Bernd. Das ist nützlich, aber ich brauche mehr. Hier übrigens wesentlich mehr, als man braucht. Von allem. Aber, und ich habe das auch beim ersten Mal durchspielen als erstes alles gesammelt. Das mache ich diesmal nicht. Sondern werde dann zum Schluss wieder so... Genau, was ich gesucht habe. Nur ein bisschen zu wenig. Hey! Also ich werde jetzt erstmal durchspielen, so ein bisschen. Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt zurück ins Lager. Und, also was heißt durchspielen? Also ich werde ein bisschen mehr der Story folgen und nicht so viel Sammelzeugs machen. Also na klar, was mir jetzt über den Weg läuft, das nehmen wir natürlich mit. Weil wir ja unsinnig sind nicht. Wir können hier übrigens an diesen Lianen rauf. Hier irgendwelche beknackten Dümmchen pflücken und. Dann hier zu Orten raufklettern.
Was haben wir hier Tolles? Und wir haben Blumenpflückerin. Okay. Ein Sextant. Okay. Ich muss hier anscheinend mehr Blumen pflücken, als ich dachte. Guck mal, hier sitzen wir raus. Das hatte ich nicht gemacht übrigens. Aber da ich bestimmt wieder vergessen habe. Was ich machen muss. In der Nähe ist ein Herausforderungsgrab. Aber ganz ehrlich, ohne irgendwelche Ausrüstung ist das halt total Panne. Ne? Ich hätte gern die letzte Blume noch, wenn ich ehrlich bin. Hier vielleicht? Ja. Die sind auch voll böse, wenn die einen umrennen, tun die einem weh. Ich hätte nicht gedacht, dass der Sturm so heftig wird. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf Jonah hören sollen. Ich hätte den Dolch niemals nehmen dürfen. Richtig. Ich hoffe, dass sonst niemand verletzt wurde und kein anderes Dorf zerstört wurde. Ich muss diese Katastrophen stoppen, bevor es zu spät ist. So, wir schärfen jetzt erstmal das Messer. Ja, sowas ähnliches wie ein Messer. Wir können auch ein anderes Outfit anziehen. Leider gibt es keine Vorschau. Überlebende. Vorteile Ganzkörper. Also man kann auch hier so uralt Tomb Raider, ne, sein. Nicht ganz so uralt. Leichter Stoff speichert Wärme, ist aber dennoch atmungsaktiv. Finde ich schöner. Fähigkeiten. Sucher verbessert Laras Erkundungs- und Beobachtungsfähigkeiten. Krieger verbessert ihr Kampfwaffengeschick. Und Sammler verbessert ihre Heimlichkeit und Herstellungsfähigkeiten. Fähigkeiten freischalten. Wählen Sie die Fähigkeiten aus einer blauen, roten oder grünen Box aus. Fähigkeiten mit einem weißen Rand wurden bereits gekauft und gemeistert. Dunkle Boxen werden freigeschaltet, wenn eine angrenzende Fähigkeit gekauft wird. Manche Fähigkeiten werden in der Welt gefunden und sind nicht käuflich. Nein, ich wollte doch... Ach, ist egal. Gleich. Scheiße, ich habe nicht auf die Uhr geachtet. Also die weißen haben wir jetzt schon, ja? Das da.
Krieger. Erhöht die Zeit des genauen Ziels beim Aufknallen und Schüssen. Das Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer zur Unterstützung. Das wollen wir nicht. Was ist das? Spannen ihres Bogens schneller und verkürzen die Zwischen... Ja, auf jeden Fall machen wir das. Ja. So, schaltet das nächste Waffen-Upgrade-Stufe frei. Okay. Sehen Sie Herausforderungsobjekte mit Überlebensinstinkten. Ja. Ja, bitte. Weil ich sehe doch immer nichts. So, mehr haben wir erstmal nicht. Und ich lese jetzt auch nicht alles vor. Wir gucken dann nach und nach, was es so gibt und so, ne? Das müsste scharf genug sein. So. Können wir den hier aber noch? Haut ist immer wichtig für Waffen-Upgrades und sowas. Irgendwas hält die Vorräte noch. Ah, sie hängen an einem zweiten Seil. Ja, hast du richtig erkannt. Ja, meine Ausrüstung, endlich. Und da ist zum Beispiel ein Herausforderungsobjekt. Das haben wir schon. Das habe ich schon gemacht gehabt in der ersten Aufnahme. Aber ich nehme jetzt hier noch das Tier mit. Ich habe übrigens eine Frage. Die ist ernst gemeint, auch wenn sie etwas komisch klingt. Vegetarier sind ja häufig Vegetarier, weil sie gegen das Töten von Tieren sind. Warum habe ich nicht alles zusammengepackt? Damit wir mehr freischalten können zwischendrin. Miss Croft? Jemand da? Kommen! Miguel! Wo bist du? Verdammt! Miguel helfen. Ja, wundervoll. Wenn jetzt also ein Vegetarier, der nur aus Überzeugung Vegetarier ist, nur weil ihm, also nur weil er Fleisch, also er isst Fleisch halt nicht, weil es ihm nicht schmeckt oder weil er es nicht verträgt, sondern schlicht und ergreifend aus dem Grund. Dass es gegen seine Überzeugung ist, anderen Lebewesen das Leben zu nehmen. Ist ja in Ordnung, ne? Also, sage ich überhaupt nichts gegen, finde ich völlig okay. Muss jeder selbst für sich entscheiden, was er vereinbaren kann. Und ja, diese eine Herausforderung mache ich jetzt halt noch. Da. War anscheinend nicht so wichtig. Achso, ja, jedenfalls. Also Vegetarier, ne? Die sagen, okay, ich möchte nicht, dass nur damit ich Fleisch essen kann und nicht mich von Obst, Gemüse und allem anderen, was so freiwillig gegeben wird, ernähre. Also mehr oder minder freiwillig, ohne dass irgendjemand stirbt dabei. Wenn vor denen ein Tier umfällt, tot. Das war jetzt nicht krank. Miguel! Oh, Moment, ich mache Aufnahmepause. Bis gleich!